Hallöchen meine lieben Freunde, der Uwe 100 wieder hier mit ETS 2, diesmal mit Part 82 und wir sind immer noch auf dem Weg nach Baranovici. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ist mir ehrlich gesagt auch Schnuppe, denn wir sind hier in Weißrussland und in Weißrussland, ich glaube in echt werde ich dort wahrscheinlich niemals hinfahren. Ich glaube, über die Grenze sind wir eigentlich schon rübergefahren, wenn ich mich nicht irre. Und zwar war die Grenze, glaube ich, hier oder da oder keine Ahnung, auf jeden Fall, ich glaube, noch vor Brecht. Kann mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Zumindest nicht so genau. Wir haben gar nicht mehr weit jetzt, Leute. Und wir sind auf jeden Fall bald da. Alter Schwede, hier gibt es 2 Tankstellen. Cool. Das scheint, glaube ich, eine etwas bekanntere Firma zu sein. Ich kann die natürlich nicht aussprechen. Ich meine, ich kann keine Russisch, Leute. Die habe ich aber auch schon in echt auf ein paar LKWs gesehen. Und ich glaube, davon gibt es sogar extra Skins für den ETS 2. Naja, auch nicht schlecht. So, Leute, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, mein Lenkrad wird hier jetzt direkt erkannt, weil ich gerade eben ein bisschen Probleme hatte mit dem Lenkrad. Scheint jetzt allerdings zu funktionieren. Super, gut. Ja, wir sind hier stehen geblieben, an Brecht vorbei, sind wir gerade rausgefahren an der Tankstelle. Ich möchte jetzt mal ganz, ganz kurz gucken, ob es hier Probleme mit der Tankstelle gibt. Natürlich lädt das Spiel jetzt am Anfang erstmal wieder. Und komischerweise habe ich heute so an sich von der Performance her, läuft das Ganze? Ja, bis auf das hier, ja. Ich sage einfach nichts jetzt, okay? So, hier an dieser Tankstelle sieht eigentlich alles gut aus, auch mit den Fenstern und so. Jo, jetzt möchte ich mal gucken, an dieser Tankstelle sieht auch alles gut aus. Komisch. Alter, ist das billig! Krass. Schön billig. So, ich glaube, das hier wird mal spontan mein Thumbnail. Mal gucken. So, Leute, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir haben noch, ich sag's euch gleich, wenn es soweit ist, ich muss erstmal alle Pedalen wieder ein bisschen durchdrücken hier. So, und dann können wir direkt losstarten hier mit unserem Renault Magnum. Mit unserem alten Laster hier. Im Hintergrund ist der Hase am Niesen. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich hocke hier in... Ja. Also ich habe in meinem Zimmer habe ich hier ein Zwergkaninchen mit hocken. Und in letzter Zeit ist er irgendwie ein bisschen verschnupft. Habe ich das Gefühl. So. Ich mache mal das Tagfahrlicht an, weil sonst das Navi so extrem dunkel ist, komischerweise. Aber ist jetzt auch nichts wild. Und ich mache natürlich auch die Musik an. Ich habe natürlich mal wieder keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ich mache einfach mal ab. No Name Soldier. Einfach ab hier. So, ich hoffe, das ist nicht zu laut und nicht zu leise. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt ganz, ganz okay. Weil meine Audiospur auf dem zweiten Bildschirm irgendwie ziemlich klein ist. Normalerweise ist sie etwas größer, aber ist jetzt nicht so wild. So, ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Fahren. Ich kann ja im Nachhinein kann ich hier die Audiospur noch ein bisschen verstärken. Von dem her sollte das passen. So, wir sind auch schon bei 80 km/h und wir haben noch gut 200 Kilometer vor uns, Leute. Das heißt, in diesem Part werden wir die Tour, denke ich mal, fertig schaffen. Ich hoffe es zumindest, sei denn, es kommt uns natürlich was in die Quere. Mal gucken, wie viel ich heute aufnehmen kann, denn eigentlich habe ich recht viel Zeit heute. Das Problem ist halt nur, dass ich nicht nur ETS 2 machen will, sondern es jetzt auch diesmal wieder Metro. Denn Metro habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, Leute. Und ich muss da jetzt langsam mal ein bisschen was nachholen. Ja, für diejenigen, die nicht nur wegen ETS 2 da sind und zum Beispiel auch im Hintergrund vielleicht Metro schauen oder so. Oder nebenbei, sagen wir nicht im Hintergrund, sondern es nebenbei noch. Meine anderen Projekte verfolgen und so weiter und so fort. Ich mache im Moment noch Metro 2033, die Redux-Version und Need for Speed Underground 2. Need for Speed Underground 1 habe ich auch gespielt. Das Spiel ist allerdings schon beendet, beziehungsweise das Projekt ist schon beendet. Das habe ich jetzt fertig gemacht. Und
naja, frisch gestartet würde ich jetzt eher nicht sagen mit Underground 2, weil ich das jetzt schon 2-3 Wochen bestimmt mache. Und ich habe jetzt, glaube ich, aktuell, oh, mein Tempomat ist rausgeflogen schon wieder, aktuell, ich glaube, 10 Parts hochgeladen, wenn ich mich nicht irre. Ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn ich mich jetzt irre, weil, ja, bis ich diesen Part hier hochlade, sind bestimmt dann schon etwas mehrere Folgen von Underground 2 hochgeladen worden oder zumindest aufgenommen worden von mir, ne? Ich heute wieder ganz komische Grammatik haben, aber ich auch nicht komplett rein deutsch, also ich darf. Ja, ich bin nicht voll deutsch, aber heiße Uwe, das ist, ich weiß, das glaubt mir eh nie einer, aber ist okay. So, hier steht ein riesen alter Falter. So, 77 km/h. Das Problem ist halt, ich kenne diese Map hier überhaupt gar nicht, aber das mit den die Traktoren hier auf den Seitenstreifen stehen, das gefällt mir gar nicht. Das heißt, ihr könnt da auch mal etwas Breiteres eventuell am Seitenstreifen stehen. Ich hoffe nur, dass ich das dann früh genug sehe und dann nicht vollkar auch reinfahre, falls da mal was stehen sollte. So, ich habe mega, mega Bock aufzunehmen, Leute. Deswegen will ich heute unbedingt noch wieder Metro aufnehmen. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie lang denn Metro eigentlich geht. Ich habe das Spiel natürlich schon mal durchgespielt. Ich kann mich jetzt aber ganz ehrlich gar nicht mehr daran erinnern, wie lang denn das Spiel überhaupt geht. Ich kann mich daran erinnern, das erste Mal, wo ich es gespielt habe. Ach nee, sag mir nicht, ich werde schon müde. 1 Stunde 36. Wie lange brauchen wir? 1 Stunde 44. Leute, ich drücke mal aufs Gas. Ich will nämlich jetzt nicht noch schlafen gehen, bevor wir hier diese Ladung abliefern. Das wäre ehrlich gesagt unsinnig. Wegen 10 Minuten. Das machen wir nicht. Wir geben hier Vollgas bis auf 90 hoch. Bisschen im Begrenzer und dann, ja, hoffe ich, dass ich da ein paar Minütchen raushole. Was ich aber sagen wollte, ist, dass Metro an sich kein Spiel ist, was jetzt so in 5 Stunden durchgespielt ist, meiner Meinung nach. Also vor allem ich lasse mir da mit den Spielen eh meistens relativ viel Zeit und genieße die so ein bisschen sozusagen. Gerade die Story, also Metro 2033 ist ein sehr stimmungsvolles Spiel von der Atmosphäre her und so weiter. Das Spiel macht auf jeden Fall schon einiges her. Stand da jetzt gerade 80 auf dem Schild? Aber ich fahre ja noch gar nicht 80, also von dem her. Obwohl ich voll auf dem Gas bin. Naja, wir haben aber auch 25 Tonnen Margarine, glaube ich, geladen. Ja, tatsächlich. Ich konnte mich sogar noch erinnern. Alter Schwede. Ja, und ich habe mich natürlich erkundet. Ihr habt es im letzten Part vielleicht schon gemerkt, dass ich den in Weißrussland genannt habe. Es liegt daran, weil ich jetzt weiß, was das hier für ein Land ist, was zwischen Polen und Russland ist. Also dieses Belarus. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, Belarus habe ich in Wirklichkeit noch nie gehört, ohne Scheiß. Und ich habe mich da jetzt mal erkundigt und Belarus ist in Deutsch übersetzt Weißrussland. Ja, Weißrussland. Ich hätte es mir auch denken können, aber ich habe immer gedacht, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir immer gedacht, Weißrussland wäre irgendwie nur ein Teil von Russland. Dass es ein eigenständiges Land ist, ich habe mich damit einfach noch nie wirklich befasst. Ist einfach so. Aber ich habe dadurch wieder was Neues gelernt und siehe da, auch aus Spielen kann man ein bisschen was lernen. Und ein bisschen was mitnehmen. Belarus, Weißrussland. Alles klar. So, ich Idiot. Warum bremse ich eigentlich mit der Betriebsbremse und nicht mit dem Retarder? Ja, weil ich es eigentlich schon gesagt habe, weil ich ein Idiot bin. So, Blinker können wir ausmachen. Bin jetzt relativ schnell hier hochgefahren. Die Bremsen haben irgendwie nicht so mitgemacht. Habe ich das Gefühl. Aber bei der Geschwindigkeit mit 25 Tonnen einfach so mal abbremsen ist auch nicht. So, und ich hoffe, jetzt kommt da nichts. Tatsächlich, es ist frei. So, ich habe natürlich mich mal ein bisschen erkundigt, was es da für Mods geben könnte, die da Schwierigkeiten machen, wegen diesen roten Gebäude und alles im Hintergrund da so, ne, die Bagger und so, ihr könnt euch erinnern. Es scheint wohl die TSM-Map-Mod zu sein, in Zusammenhang mit meinen Trailern, die ich drin habe, mit den Trailer-Mods. Das Problem ist nur, ich will keins von diesen beiden Mods rausmachen.
Ich bin am Überlegen, ob ich das Spiel vielleicht downgraden soll auf die 1.19er Version, weil da noch alles super funktioniert hat. Und muss einfach mal schauen, wie ich das jetzt mache. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gemacht. Ich habe weder neue Mods installiert, noch alte habe ich rausgemacht oder sonst was. Es ist jetzt alles noch beim alten, so wie es sich, naja, mehr oder weniger gehört. Aber ich fahre hier jetzt mal ein bisschen schneller. Scheiß mal auf die 60, jetzt ganz ehrlich. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Tempomat 73, das sollte okay sein. Naja, eigentlich nicht, aber pff, wer weiß, wie die hier in Weißrussland fahren. Scheint auf jeden Fall gut aufzuholen, die da hinten. Aber hallo. So, hier sollten wir vielleicht, sollten wir langsamer machen? Keine Ahnung. Aber das sieht doch cool aus hier. Bauernhof, finde ich geil. Abwechslungsreich. Deswegen habe ich diesen TSM-Map-Mod drinnen, weil der einfach so abwechslungsreicher ist. Mit der größeren Karte ist natürlich klar, sehr, sehr, sehr viel Modgebiet. Vor allem, wobei dieser Russia-Map hier, Weißrussland und Russland gehört ja eigentlich gar nicht mehr zur TSM-Map. Sondern es ist schon wieder ein eigenständiger Mod, und zwar halt eben dieser Russia-Map-Mod, auf dem ich hier spiele. Und der funktioniert, Gott sei Dank, mit der TSM-Map-Mod und mit anderen Maps ebenso. Ey, Moment, ich muss hier gar nicht rein. Verdammt. Ich muss die nächste rein. Das war jetzt natürlich bescheuert. Oh, und wir werden müde. Ja, das ist jetzt natürlich sehr, sehr knapp hier. Das muss ich zugeben. Wir sind aber nur noch 11 Kilometer, also haben wir es gleich geschafft. Und dann gehen wir auf jeden Fall sofort pennen. Und ich würde sagen, dann machen wir auch schon wieder einen Cut. Und mit dem nächsten Cut kommt dann auch die nächste Tour sozusagen. Ich bin gespannt, wo es weitergeht. Ich hoffe, tiefer in das größte Land Europas rein. Wobei, das größte Land Europas... Doch, ich glaube, Russland gehört eigentlich noch zu Europa. Oder halt eben Teile von Russland. Ich meine, Asien... Nein, Russland, Asien? Doch, keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Mit dem Osten muss ich mich wirklich etwas mehr befassen in Zukunft. Ey, ich kenne mich mit dem Osten überhaupt nicht aus, ganz ehrlich. Wobei ich echt der Meinung bin, dass Russland ja noch zu Europa gehört. Aber ich weiß nicht, ob es ganz Russland ist, weil Russland hat wirklich ziemlich, ziemlich Großes. Ja, sogar ziemlich groß. Sehr, sehr groß. Verdammt groß. So, willkommen in Baranovici. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Falls doch, wunderschön. Wenn nicht, ihr könnt mich natürlich gerne verbessern. Ich lerne gerne dazu. So, hier müssen wir rein. Und hier werden wir jetzt auch reinfahren. Nochmal kurz einen Schulterblick in den Spiegel gucken. Na, Schulterblick im LKW ist eh immer ziemlich schwierig. Hätten wir eine Kabine, die komplett aus Glas wäre, dann eventuell. So, hier mit dem Kühler... So, das sieht gut aus. Okay, Doki. So, dann stellen wir den Auflieger hier ab. Ich hoffe, wir werden noch keine Strafe kriegen wegen Ruhezeiten. Wegen unserer Pause, die wir eigentlich einlegen müssten bald. So. Aber ich glaube, das mit dem Auflieger geht ja recht fix. Und dann suchen wir uns ein Hotel oder einen Parkplatz, wie auch immer. Gucken, dass wir dort schlafen können. Und ja, dann geht es direkt weiter. So, das hat jetzt an sich ganz gut funktioniert. So, Auflieger steht relativ gerade. So, und jetzt wollen wir abkoppeln, das Ding. Endlich runter mit der Margarine. Wir befassen uns mit der Margarine jetzt auch schon seit zwei oder drei Parts. Wir bekommen 12.778 Euro und 877 EP. Wir sind fast auf Level 16, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn wir die nächste Tour etwas kürzer machen, dann denke ich, dass wir mit der nächsten Tour noch gar nicht... Wobei, es sind nur noch 700 EP, die wir erreichen müssen. Mit dem nächsten Level. Das wäre gar nicht mal so schlecht. So, mal kurz speichern. Nur so, für den Fall, dass das Spiel vielleicht abstürzen sollte. Das Spiel stürze ab. Ich stürze immer ab bei mir. So, wir haben fast 10% der kompletten Karte erkundet. Was ich cool finde, die ganzen Mods und so, also die Kartenmods, die werden hier gleich mit dazu gerechnet, was ich ziemlich, ziemlich geil finde. Dass das alles so gut miteinander funktioniert, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber ich hatte bis jetzt...
im kompletten Let's Play und auch in meinen Tests noch keine wirklichen Abstürze gehabt. Also ich hatte vielleicht mal ein paar Errors oder so, aber die haben nie wirklich zu Abstürzen geführt, worüber ich ziemlich, ziemlich stolz bin. Was ist denn das hier? Ach, das ist ein Hafen hier. Ich habe schon gedacht, da wäre ein ganz komischer Fleck auf der Karte. Aber das kann man hier noch befahren. Alter Schwede. Geil. Auch wenn das mit der Fähre ziemlich unnütz ist. Ich hätte da einen Rückregen gemacht, aber ist okay. Ja, so. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier in Weißrussland. Und hier werden wir jetzt weitermachen. So. Ich bin so ein Idiot. Ich bin ja eigentlich auf die Karte gegangen, um zu gucken, wo es hier einen Parkplatz gibt. Okay, wir müssen an diese Tankstelle fahren. Ich werde jetzt das allererste Mal das neue Navigationsroute setzen. Wegpunkt, Dingsbums, ne, ihr wisst schon. Okay, das habe ich noch gar nicht bemerkt hier. Cool. So, jetzt haben wir unser Navi praktisch, haben wir uns einen Wegpunkt gesetzt. Dieser bringt uns jetzt halt eben dorthin, wo wir den Wegpunkt auf der Karte hingesetzt haben. Und das ist das, was mir noch gefehlt hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt mega geil, weil wir so auch etwas längere Touren eventuell mal solo fahren könnten. Was ich auch nicht schlecht finde. Vor allem dann, wenn wir uns vielleicht eine andere Garage kaufen wollen und dort eventuell keine Tour hinfinden. So, jetzt habe ich mit der Hinterachse tatsächlich noch die Bordkante genommen. Aber ich wollte halt eben den Verkehr auf der linken Spur nicht behindern. So, wir wollen hier rechts abbiegen. Wenn jetzt die Tour durch die Stadt noch etwas länger dauert, dann kriegen wir hier Probleme. Weil bis wir an unserem Ziel angekommen sind. Also wir sind jetzt so bei 16,5 Minuten in etwa. Bis wir da sind, vergehen bestimmt nochmal 3-4 Minuten locker. Ja, hier mit der Ampel. Stell dir vor, wir kommen hier nicht mit vorbei. Dann wäre das ziemlich blöde. Dann müssten wir sogar noch einmal stehen. Ja, Verstoß gegen Ruhezeiten 150 Euro. Daran bin ich selber schuld, mehr oder weniger. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Ich fände es geil, wenn sie das so gemacht hätten, wie zum Beispiel in 18 Wheels of Steel Howlin'. Da konnte man sich zum Beispiel auf den Seitenstreifen stellen. So, ich bin aus Versehen ans Mikrofon gekommen. Konnte man sich an den Seitenstreifen stellen und dann sozusagen warten. Und so verging dann praktisch die Zeit. Und man hat sich dabei ausgeruht. Was ich mega, mega geil fand. Und immer wieder, wenn diese Müdigkeitswarnungen kommen, also hier, pass auf, du wirst jetzt langsam müde, solltest den Platz suchen zum Schlafen. Dann konnte man sich wirklich einfach an den Rand stellen auf der Autobahn, auf dem Highway und sozusagen ein Nickerchen machen, Zeit vorspulen lassen und ja. So, hier ist wieder... Ah, toll, das sieht echt scheiße aus. Sieht richtig scheiße aus. Oh, was ist das hier für eine Engstelle hier? Wow, was mache ich hier? Ich fahre genau auf dieses Auto zu. Mich hat das Auto gerade so geflasht. Oh Mann, das sieht richtig, richtig scheiße aus. Ja. Einfach ignorieren. Gekonnt ignorieren. Ich glaube, das können wir ganz gut. So, hier müsste ich eventuell ein bisschen besser aufpassen. Das ist nämlich eine Steigung und da sehe ich gar nicht, ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht. Ich hoffe, jetzt kommt einfach keins. Ist auch gut so. So, nochmal rechts abbiegen. Also hier durch die Stadt, das dauert so ein bisschen. So, und jetzt wieder links abbiegen. Was war das denn? Haben wir den jetzt echt gestriffen, ohne Scheiß? Oh Gott, ich glaube, ich habe die Kreuzung etwas zu arg geschnitten. Das Problem ist, ich sitze aber auch nicht so, wie ich sonst normalerweise sitze. Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Ja, ja, schon wieder Verstoß gegen Ruhezeit. Ist ja gut. So, ich werde mich ja jetzt hier sofort hinstellen und schlafen. Ich möchte dann mal ganz kurz nochmal auf mein Display gucken. Ah, der Tank reicht noch. Der Tank reicht noch. Wunderbar. Jetzt habe ich tatsächlich schon wieder einen Unfall gebaut. Ich hatte nicht gedacht, dass wir den streifen. Muss ganz ehrlich zugehen. Aber so war es halt leider. Kann ich jetzt auch nicht ändern. So. Ja, hier stehe ich wunderbar. Eigentlich stehe ich so gar nicht wunderbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich kotzt es ja an, mich als LKW-Fahrer hier ohne Auflieger auf so einen großen Stellplatz zu stellen. Wenn da aber einer kommt mit einem Auflieger, dann müsste sogar eigentlich noch reinpassen. Zumindest wenn er gut fahren kann. Naja, ist ja nicht meine Sorge.
Ich meine, das hier ist kein Multiplayer. Also, schlafen jetzt. Mal ein bisschen Haya. So, wir haben jetzt 3 Uhr in der Nacht. Ich möchte jetzt ganz kurz mal gucken, wie viel Geld wir jetzt haben. Denn, okay, 135.000. Ist ja noch gar nicht so viel arg mehr. Irgendwie, ich habe das Gefühl, das Lied haben wir jetzt schon 30 Mal gehört. Es ist ja schon wieder Still Alive. Also diese ganzen Lieder hier, die gehen ganz schön kurz, ne? Die sind tatsächlich ziemlich kurz. Okay, falls ihr noch irgendwie eine Idee habt, woher ich lizenzfreie Musik bekomme, schreibt mich bitte an oder hinterlasst mir einen Kommi. Ich würde mich riesig drüber freuen. Dann erweitere ich diese Playlist hier mal ein bisschen. Ich würde sagen, wir fangen... Ja, komm. So, wir fangen später einfach mal wieder ganz von vorne an. Ich glaube, hier sind die besten Lieder mit dabei. Ja. So, jetzt aber werde ich erstmal einen Cut machen. Genau, einen Cut werde ich jetzt machen. Cookie, guck mich nicht so an. Ja, ich werde jetzt einen Cut machen und dann sehen wir uns im Part 83 wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst ein bisschen Feedback da. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.